Das ist jetzt gerade ein bisschen voll. Hab. Sorry, miteinander. Diese Woche keine Lootboxen. Auf das Thema habe ich keinen Bock mehr, auch wenn es noch genug zu sagen gäbe über den ganzen Schwachsinn, den momentan anläuft. Gehen wir wieder zurück zu unserem Kerngeschäft The Games selber und widmen wir uns doch League of Legends. Denn LOL ist momentan in der Preseason, das heisst in der Zwischenphase zwischen ja, einfach der normalen Spielzeiten, wenn die LCS und LCK und so weiter läuft. Und dort werden normalerweise von Riot immer grosse Änderungen gemacht. Wir haben mal den Jungle gehabt, etc. Und die grösste Änderung, die jetzt schon wieder ein paar Jahre gesehen ist, wo sie das ganze Vision System mit den Wards etc. umgeändert haben. Und diesmal haben wir fast eine ähnlich grosse Änderung. Und zwar die Runen und Masteries, die es gegeben hat, bisher in League of Legends, sind komplett gescrapped worden und heißen jetzt Runes Reforged. Und das sind 5 einzelne coole Skill Trees, kann man so nennen, oder Sammelsurium und Skills, wo man kann verschieden kombinieren. Ist auch vernünftig gut angekommen. Das Prinzip, also ich habe fast nur Positives gehört. Vom Prinzip her. Mir gefallen sie eigentlich auch. Es ist ein sehr cooles System, wo Riot mega viele Möglichkeiten gibt. Ja, einen weiteren Hebel zum Einfluss aufs Spiel nehmen, das Balancing ein bisschen zu steuern und halt interessante Tools an die Spieler weiterzugeben, ja, mit denen, die wir können Blödsinn anstellen im Spiel. Leider ist die Umsetzung ein bisschen, ja, nein, Scheiße, ist übertrieben. Aber es ist einfach wirklich nicht so fancy. Und das hat 2 Hauptgründe. Okay. Erstens, was sie die Masteries geändert haben, sind natürlich die alten Runo-Masteries verschwunden. Und die haben früher noch hauptsächlich Stats gegeben. HP, Damage, Mana, Gold, auch manchmal Gold pro Minute, Armor, Magic Resistance, was auch immer. Cooles Stuff. Wo sie die weggenommen haben, haben sie natürlich das irgendwie müssen ausgleichen und haben auch den Champions immer ein bisschen Stats zurückgegeben. Aber nicht vollständig, nur ein Teil. So, jetzt die neuen Runen, die sind hauptsächlich sehr offensiv. Es gibt sehr viele Runen, die einfach dort noch ein bisschen Damage und wenn du irgendwie dann das Skill gemacht hast, dann hast du mehr Armor Pen oder Magic Pen oder du kriegst mehr Damage über die Zeit vom Spiel oder du kriegst irgendeinen Power Boost nach so und so vielen Minuten. Und das bedeutet halt, dass sehr viel mehr, dass einiges mehr an Damage rum ist, vor allem im Early Game, während gleichzeitig Charakter schwächer sind, weil ihnen halt die defensiven Stats fehlen, die man früher noch hatte. Und das führt dazu, dass LOL noch ein bisschen burstier geworden ist. Wir haben es auch jetzt gesehen in den paar Spielen, die wir jetzt in der Schweiz hatten. Weil eben gerade eben Pause ist, sieht man nicht so viele professionelle Spieler halt in einem hochkompetitiven Niveau die Runen austesten. Wir haben es in der Schweiz jetzt auch ein bisschen gesehen. Und ja, man hat halt schon gemerkt, gewisse Charaktere sterben einiges schneller. Weil es hat nicht nur sehr offensive Runen. Viele davon belohnen einen, dass man Kills macht. Was bedeutet Snowball-Effekt. Und die gleichen Runen, die es früher noch gegeben hat, oder beziehungsweise die gleichen Masteries, die es früher noch gegeben hat, die jetzt als Runen rum sind, sind stärker. Electrocute ist fast doppelt so stark wie das alte Thunderlords Proc. Ich glaube, es sind zwischen 80 und 100%, das hat ja ein Scaling, aber es ist auf jeden Fall einiges stärker. Plus, wir hätten ja dann noch zusätzliche Powerful Runen, die noch mehr Bonus-Damage geben können. Und das führt auch dazu, dass die Spiele kürzer sind. Seit dem Patch 7.20 und jetzt im 7.23 sind die Spiele 4-5% kürzer geworden. Das ist schon eine rechte Menge für nur die Runen, die reingekommen sind. Und das ist das eine. Das andere, was mir weniger passt, ist, dass viele von den Runen dunkeln mich unoriginell. Die 5 verschiedenen Trees, wir haben schon einen für AD Carries, wir haben einen für Caster, wir haben einen für Jungler und Assassins und wir haben einen für Tanks. Oder ist jede Farbe ist irgendwie etwas zugeteilt. Supports, Eier, ein bisschen
hier und her, je nachdem, ob es ein Melee oder ein Ranged Support ist. Aber es wirkt sehr maßgeschneidert, oder? Es wirkt so, dass man schon, obwohl es aussieht, als hat man mega viele Möglichkeiten, merkt man dann schnell, dass ja, aber als AD Carry will ich eben die Runen, die ja genau von Riot so gemacht sind, dass du AD Carry sie auch möchtest. Und die selber sind dann relativ langweilig. Beispiel Sorcery, wir haben Summon Airy und wir haben den Arcane Meteor. Beim einen schmeiße ich dir, wenn ich dir Damage, dann schmeiße ich dir mein Haustier an den Kopf. Beim anderen mache ich dir Damage, dann schmeiße ich dir einen Stein an den Kopf. Das ist nicht wirklich interessant fürs Spielen. Ich schmeiße dir ja eh Harris und Bären, wenn ich in der Midlane bin. Oder ich schmeiße dir den Ball ja eh ins Gesicht. Also spielt es keine Rolle, ob jetzt das Airy oder das Ding nehme. Es tut nicht den Spielstil ändern. Ein gutes Gegenbeispiel, dass Riot eben auch coole Sachen gemacht hat, ist Inspiration. Inspiration ist so ein bisschen der wacky Skilltree. Dort hat es das neue kleine Sonya's Hourglass, also eigentlich das, was nur Invulnerable-Effekt gibt. Man kann plötzlich Schulden machen und Geld ausgeben, das man noch gar nicht hat. Spellbook, das einem erlaubt, Summoner-Skills zu ändern. Das sind richtig coole Talente, weil die machen etwas mit dem Spiel. Plötzlich ist mein Spielstil etwas anders. Und Riot hat schon vorher auch bewiesen, dass sie das hinkriegen. Support-Items sind ein gutes Beispiel, was sie Minigames für Supports eingeführt haben, wo tatsächlich das Spielen ein bisschen beeinflusst haben, wie ich auf der Lane tatsächlich mich verhalte. Und ich wünsche mir das mehr. Die Masteries sind jetzt die neuen Runen sind jetzt so ein Kern vom Spiel, dass ich finde, sie sollten nicht ganz, aber fast den Stellenwert von Summoner Skills haben. Und wir wissen, wenn man Toplane spielt, mit Teleport oder mit Ignite, ist die Aggressivität komplett anders. Mit einem Teleport spiele ich ganz anders als mit einem Ignite. Und das sollte meiner Meinung nach bei den Runen genau gleich sein. Und Riot hat jetzt auch angesagt, sie werden noch weitere Änderungen machen. Aber die Frage ist halt immer, wie sehr können sie noch komplette Runen rein- und raus tun. Wenn sie nur Zahlen ändern, ändert sich ja nichts am Design. Und das wäre mega schade, weil das bedeutet, das nächste Mal, bis wir Änderungen haben, ist entweder Mid-Season oder erst Season 9. Und das wäre wirklich nicht so gut. Plus, jetzt sind sie ja noch am Balancen. Sie haben gesagt, bis kurz vor Weihnachten wird es noch mehr Balance-Patches geben. Auch dort müssen sie vorsichtig sein, dass sie jetzt wegen der Runen nicht das ganze Balancing vom Spiel durcheinander bringen. Wir haben ganz viele Champions, die momentan broken sind. 20 Stück haben eine sehr hohe Winrate. Wenn man jetzt aber Champions nerft und dann feststellt, dass es vielleicht an gewissen Runen gelegen ist und dann die auch anpasst, kann es sein, dass gewisse von diesen Champs, die jetzt vielleicht ein bisschen stark sind, komplett in den Keller fallen. Also es sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen herum, ob sie da vernünftige Anfang auch wirklich über die Bühne bringen können und für die neue Season richtig können festnageln. Der letzte Punkt ist aber auch, die Spieler sind vielleicht noch ein bisschen selber schuld. Eben wie schon gesagt, wir haben Zwischensaison, es ist nicht viel Competition rum, man kann nicht auf die Pros schauen. Das heisst, jetzt sind die Leute haben sich auf Sachen gestürzt, die offensichtlich sind Kleptomancy Ezreal, Kleptomancy Gangplank, gewisse coole Runenkombinationen, die ziemlich offensichtlich sind und die werden gespielt. Aber ob das wirklich auch immer jeweils die besten Optionen sind, sei nur dahingestellt. Player Knowledge geht einen weiten, weiten Weg. Das hat man gesehen damals beim Vision Change, das hat man gesehen beim Jungle Change, dass die ersten paar Sachen, die man gemacht hat, dann im Laufe der Saison dann wieder geändert worden sind. Die Jungle Route haben sich geändert. Kaufverhalten von Wards hat sich über die Zeit immer verändert, wenn man plötzlich gemerkt hat, okay, dass wir vielleicht die Idee haben, ist vielleicht doch nicht das Beste. Und da kann ich allen anraten, das Video vom Freak anzuschauen, der hat sich eine ganze Serie gemacht. Das grösste Video ist das, was ihr auch findet in der Description, geht eine Stunde, wo er wirklich Stück für Stück monetär die Runen auseinander nimmt. Und sagt, okay, die Rune ist eigentlich so und so viel wert und die Rune bringt eigentlich alles und jenes und dieses. Und das ist ein wichtiger Aspekt, weil, ein gutes Beispiel, vielleicht hilft euch das selber auch. Transcendence in der Sorcery, das ist momentan eine der meistgespielten Runen. Laut dem Freak und laut der Mathematik dahinter ist es aber eine der schlechtesten Runen, die man überhaupt spielen kann. Sie ist in ungefähr 60% on average von der Game Time useless. Und es gab viele andere gute Runen, wo man wählen könnte. Und das
Wenn das natürlich changed, changed sich auch wieder das Meta, dann changed sich wieder die Heroes und so weiter. Ihr kennt es, der Rattenschwanz in LOL ist sehr, sehr lang. Eine kleine Änderung kann einen riesengroßen Unterschied haben. Also zieht euch das Video rein. Vielleicht öffnet euch das die Augen auch noch ein bisschen auf, oh, was könnte man denn noch anders machen. Aber grundsätzlich würde es mich auch interessieren, wie habt ihr den neuen Change aufgenommen? Gefallen euch die neuen Systeme? Welche Runen findet ihr sind broken? Was könnte man noch anders machen? Habt ihr vielleicht eine Idee gerade für ganze Runen, die cool wären, einen coolen Effekt, den man einbauen ins Game? Wenn ihr irgendetwas von dem wollt loswerden, schreibt es unten in die Comments. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Esports.ch Powered by UBC.